Auf geht's Erlangen! Auf geht's Erlangen! Rot-Blau HCE! Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich begrüße Sie alle heute recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach unserem gestrigen Sieg in Wuppertal und dem Abschluss der Saison 22 und 23. Ich begrüße neben mir unseren Cheftrainer und sportlichen Leiter Raul Alonso und natürlich auch die Anwesenden der Presse. Ja, wie schon gesagt, wir haben gestern unseren Saisonabschluss gefeiert, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem doch nochmal sehr, sehr tollen Erfolg in Wuppertal gegen den Bergischen HC. Und das ist für uns nochmal so ein Thema, dass wir gesagt haben, nach der Saison wollen wir ein kleines Fazit ziehen, etwas Resümee die Saison nochmal Revue passieren lassen und einfach auch vielleicht für uns, aber auch für Sie ein Stück weit einordnen, wie wir das sehen. Und dabei kommt es mir in allererster Linie zunächst erstmal auch darauf an, dass wir das, weil wir sind in einem emotionalen Feld, dass wir uns da auch nicht allzu sehr von Emotionen leiten lassen, sondern dass wir jetzt einfach erstmal auf ein paar Fakten gucken, wie die Saison so gesehen gelaufen ist. Man kann, glaube ich, relativ klar festhalten, wir haben einen nahezu perfekten Start hingelegt am Anfang der Saison. Nach 10 Spielen, 7 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage sprechen, glaube ich, eine sehr eindeutige Sprache. Das war der beste Saisonstart, den der Verein je erlebt hat. Und dann standen wir natürlich auch im absoluten Spitzenfeld der Tabelle. Und das nach gerade mal oder das nach schon einem Drittel der gespielten Saison fast. Das hat natürlich auch gewisse Erwartungshaltung erzeugt, aber wir wussten natürlich intern auch, was dann noch auf uns zukommt, allein schon in der Hinrunde. Der Spielplan war dieses Jahr etwas skurril, würde ich jetzt mal sagen. Er hat uns nämlich dann in absoluter Abfolge die 5 Top-Teams beschert, die uns dann natürlich noch etwas andere Herausforderungen gestellt haben. Wobei ich wirklich sagen muss, dass wir wirklich gegen alle unfassbar gute Spiele gemacht haben. Also wir waren bei jedem Gegner absolut auf Augenhöhe. Haben sie am Ende leider aber trotzdem nicht gewinnen können, was am Ende dazu geführt hat, dass wir in der Hinrunde 15 Punkte erreicht haben, was exakt der gleiche Wert ist wie auch in der Rückrunde. Die Rückrunde haben wir mit einem wirklich sensationellen Sieg gegen Stuttgart noch Ende letzten Jahres eingeläutet. Fast 8000 Leute in der Arena, war natürlich sehr spektakulär. Und dann im Grunde genommen hat sich in der Rückrunde ein sehr ähnliches Bild wie in der Hinrunde gezeigt. Man kann eigentlich jetzt mal salopp zusammenfassend sagen, dass wir gegen die Mannschaften, die am Ende unten hinter der Tabelle standen, sowohl das Heim- als auch das Auswärtsspiel gewonnen haben, gegen die Top-Teams beide Spiele verloren und gegen die Mannschaften, ich sage jetzt mal im Mittelfeld, bis auf einzelne Ausnahmen, sowohl das Heimspiel gewonnen als das Auswärtsspiel verloren haben. Und das hat dann auch in der Rückrunde dazu geführt, dass wir ebenfalls 15 Punkte, was am Ende zu einem 30-Punkte-Konto und dem 13. Tabellenplatz geführt hat. Und deswegen, ja, man kann natürlich sagen, uns ist es nicht gelungen, einen Großen am Ende zu schlagen, aber trotzdem würde ich sagen, wir haben sehr souverän, sehr solide die Saison gespielt. Und wenn man jetzt auch mal darauf guckt, ich meine, ich bin jetzt seit ein paar Jahren länger dabei und ich glaube, fast jedem Jahr, denn in der Vergangenheit hatten wir immer auch mal das Thema Abstiegsangst zu Teilen der Saison. Am Ende konnten wir uns zwar immer noch auch sehr, sehr souverän in der Liga behaupten, aber irgendwann war das immer mal ein Thema und dieses Thema war es dieses Jahr in keinster Weise. Wir haben da wirklich, natürlich auch bedingt durch unseren Superstart, sehr, sehr solide gespielt und das war natürlich jetzt auch mal für mich ein etwas besserer Umstand als in den Jahren zuvor. Wenn man jetzt mal auf die Punkte guckt, die auch dieses Jahr nicht gut gelaufen sind, und ich finde auch das gehört zu einer ehrlichen Saisonanalyse dazu, um sie jetzt nicht mit zu vielen Zahlen zu langweilen, aber die für mich oder für uns natürlich wesentlich sind, dass wir 1061 Gegentore bekommen haben. Das kombiniert mit 369 technischen Fehlern sind beides die drittschlechtesten Werte der Liga. Das war dieses Jahr definitiv ein Manko. Genauso auch unsere Auswärtsbilanz, 10 Punkte. Konnten gerade mal erreicht werden und man muss auch sagen, gerade in der Rückrunde, die teils sehr, sehr hohen Niederlagen, beispielsweise Melsungen, Kiel, Berlin, aber natürlich auch in Mannheim, waren definitiv dieses Jahr nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz erreicht man 30 Punkte, aber auch nicht nur so, sondern da gab es natürlich auch sehr, sehr viele positive Aspekte, um einfach mal ein paar zu nennen. Wir haben auch über 1000 Tore geworfen, was ein sehr, sehr guter Wert in dieser Liga ist und was auch zeigt, was für einen schnellen und attraktiven Handball wir jetzt implementiert haben, der am Ende auch zu 20,
was für mich natürlich auch ein sehr, sehr schöner Wert ist, Heimpunkten geführt hat, weil gerade die Spiele in Nürnberg waren bis vielleicht auf ganz wenige Ausnahmen unglaublich emotional, mit unfassbar viel Energie, haben die Leute regelrecht begeistert. Und ich finde, diese Begeisterung zeigt sich auch eindeutig an einem auch anderen Wert. Wir haben knapp 88.000 Zuschauer dieses Jahr in der Arena gehabt bei unseren Heimspielen. Und das ist ein absoluter Bestwert. So viel hatten wir noch nie in der ganzen Geschichte des HC Erlangen. Und das, obwohl wir eigentlich gefühlt aus einem Krisen-Corona-Jahr gekommen sind und weltweit es auch noch weitere Krisen in diesem Jahr gab oder gibt, war das für mich keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen bin ich da wirklich stolz drauf. Und ich bin mir ziemlich auch sicher, dass diese Mannschaft und wie sie gerade auch zu Hause aufgetreten ist, ein ganz, ganz wesentlicher Teil dieser wunderbaren Zuschauerentwicklung ist. Wie gesagt, man kann am Ende festhalten, wir haben 30 Punkte und den 13. Tabellenplatz erreicht. Wenn man jetzt ein bisschen in die Vergangenheit guckt, vor 4 Jahren, in der Saison 18-19, ist uns das schon einmal geglückt. Also 30 Punkte waren bisher unser absoluter Bestwert. Damals, und das vielleicht ein bisschen zur Einordnung des Tabellenplatzes, sind wir neunter geworden, haben den 9. Tabellenplatz mit dieser Punktzahl erreicht. Und deswegen hängt am Ende da auch jetzt sozusagen auch viel damit zusammen, wie die anderen Mannschaften in diesem Jahr in der Liga waren. Und man sieht ja auch mit einem Blick auf die Tabelle und auch auf das unfassbar enge Mittelfeld, die Liga rückt immer mehr weiter zusammen. Das macht sie auch so attraktiv. Wie gesagt, stärkste Liga der Welt ist ein Prädikat, wo wir wissen, was wir dort auch jetzt erreicht haben mit unseren 30 Punkten und wo wir jetzt auch wirklich auch ein bisschen trotzdem, sage ich auch, bei allen negativen Punkten, die ich jetzt vielleicht gerade genannt habe, ein bisschen stolz sein können, weil das ist auch im Hinblick auf, wenn ich mir angucke, mit welchem Budget wir arbeiten, mit welchem Budget aber auch die Mannschaften um uns herum arbeiten, dass da viele wirklich über auch mehr Möglichkeiten verfügen. Und wenn man das alles jetzt mal wirklich zusammennimmt, dann bleibt für mich persönlich sehr viel Positives an dieser Saison hängen. Wir haben eine sehr solide und in vielen Aspekten sehr begeisternde Saison auch gespielt. Und deswegen kann man natürlich auch die Punkte, die ich erwähnt habe, auch mal skeptisch sehen. Aber wie gesagt, insgesamt bin ich trotzdem auch zufrieden mit vielen Entwicklungen. Und sinnbildlich für mich war jetzt einfach auch das Spiel gestern beim Bergischen HC, wo es im Grunde genommen eigentlich, kann man ja vielleicht sagen, um gar nicht mehr so viel ging. Und die Mannschaft hat sich da 60 Minuten zerrissen, hat nochmal alles reingeworfen, 100% Leidenschaft auf der Platte gezeigt. Und das war für mich wirklich so eine Charakterthematik, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr stolz auf diese Mannschaft, wie sie da nochmal aufgetreten ist und uns am Ende wirklich einen sehr gelungenen Saisonausklang beschert hat. Und deswegen kann ich für mich persönlich wirklich sehr, sehr positiv in die Zukunft blicken. Ich möchte mich an der Stelle auch wirklich nochmal bei allen Unterstützern bedanken, sei es die Sponsoren, die Partner, die alle bei uns bei der Stange geblieben sind und uns da wirklich auch die Grundlage dieses Erfolges bilden. Zudem aber natürlich auch bei allen Fans, die uns da jede Woche in der Arena wirklich unfassbar unterstützen und auch das möglich gemacht haben, was wir da jetzt mit unserer Heimbilanz erreicht haben. Aber natürlich auch beim gesamten Trainerteam, bei der Mannschaft und auch bei allen Ehrenamtlichen, die drumherum wirklich Unglaubliches für diesen Verein leisten. Vielen, vielen Dank. Und deswegen haben wir damit jetzt aus meiner Sicht die Saison doch sehr, sehr gut abgeschlossen. Was mich, wie gesagt, aber auch zum nächsten Punkt bringt, wenn es auch darum geht, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Der liebe Herr neben mir, wir haben ja jetzt ja auch schon eine etwas längere Zusammenarbeit, vor ziemlich genau, glaube ich, 2 Jahren gestartet. Und vor ungefähr 1,5 Jahren eine sehr komplexe oder komplizierte Situation gehabt, wo wir lange, lange gesprochen haben und dann zu dem Schluss gekommen sind, dass wir zum Glück Raul überreden konnten, nicht nur sportlicher Leiter, sondern auch Cheftrainer zu sein. Haben aber damals schon ganz klar auch festgehalten, dass das natürlich eine unfassbare Belastung ist, sowohl zeitlich von allen Umfängen her. Ich meine, der Kerl macht seit 1,5 Jahren 2 Jobs gleichzeitig und wer ihn kennt, gut reicht ihm nicht. Das heißt, er will in beiden Sachen sehr gut sein und ich finde, diese Arbeit hat er auch absolut sehr gut erledigt. Aber das muss man, wie gesagt, trotzdem dazu wissen, dass wir auch damals schon auch sowohl vertraglich auch festgehalten haben, dass wenn irgendwann der Punkt kommt, wieder in die sportliche Leitungsposition zurückzukehren, dass er das alleine auch schon aufgrund seines Vertrages jederzeit machen kann. Und jetzt auch nach der Analyse der Saison für ihn persönlich, aber da wird er wahrscheinlich selber noch ein paar Worte dazu sagen, ist Raul auf uns zugekommen und hat uns dann mitgeteilt, dass er diese Doppelfunktion jetzt zum 30.06. beenden möchte und wieder komplett auf seine Rolle des sportlichen Leiters oder Sportdirektors zurückkehren möchte.
Und an der Stelle bleibt mir wirklich jetzt erstmal auch zu sagen, dass das Allerwichtigste erstmal war, dass Raul an Bord bleibt. Das war für mich persönlich, aber auch für alle drumherum der wesentlichste Fakt, dass wir gesagt haben, er muss unbedingt in einer verantwortungsvollen Rolle, gerade der des sportlichen Leiters, bei uns bleiben, weil das ist einfach ein unfassbar wesentlicher Teil. Und da hat er den HC Erlangen in den letzten Jahren auch schon stark geprägt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er das auch weiter tun wird, weil wenn man sich jetzt auch diese Zeit auch anguckt, das war nicht gerade von wenig Erfolg gekrönt. Also wir haben angefangen, da sind wir erstmal gleich ins Final Four nach Hamburg gekommen, was den größten Erfolg der Vereinsgeschichte ausgemacht hat. Und wenn man sich jetzt auch neben den vielen begeisterten Spielen und die ja natürlich auch seine Handschrift mittragen, anguckt, komme ich wieder zu Fakten, haben wir den Punkt pro Spielschnitt, also kein Trainer jemals in der Geschichte des HC Erlangen hat mehr Punkte pro Spiel geholt als Raul Alonso. Auch das ist einfach nur ein Fakt, aber das zeigt auch, wie erfolgreich diese Zusammenarbeit war bisher. Und deswegen freue ich mich, wie gesagt, aber trotzdem sehr, dass er jetzt in seiner originären Rolle, wie wir ihn ursprünglich ja auch zu uns geholt haben, jetzt wieder verbleibt und dort seine volle Power, seinen vollen Einsatz und wie gesagt, da auch Raul für die letzten anderthalb Jahre wirklich vielen, vielen Dank. Du hast einfach alles reingehauen. Das war Wahnsinn, mit wie viel Ehrgeiz und Leidenschaft du diese beiden Positionen ausgeübt hast. Und ich kann auch für mich persönlich sagen, ich könnte mir keinen besseren Menschen auf dieser Position vorstellen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich, dass du, wie gesagt, in dieser Funktion bei uns bleibst. Und möchte da jetzt auch nochmal abschließend sagen, bevor die Frage kommt, natürlich haben wir uns auch gleichzeitig zusammengesetzt und überlegt, wer denn sozusagen auch der neue Cheftrainer des HC Erlangen werden kann, weil das ist natürlich die Folge dessen. Und haben uns gleich natürlich auch über viele Kandidaten ausgetauscht und haben auch gleich eine Liste zusammengestellt, haben Gespräche geführt und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir aufgrund der erfolgsversprechenden Gespräche, die wir bisher geführt haben, auch sehr zeitnah unseren Wunschkandidaten hier vorstellen können. Das wäre es von meiner Seite. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch mal, wie gesagt, vielen Dank für die Zusammenarbeit zu sagen und natürlich, lieber Raul, vielleicht auch noch mal aus deiner Sicht die Dinge noch mal zu schildern und auch wie du jetzt auch aus Trainersicht die Saison ein bisschen gesehen hast. Ja, guten Tag zusammen und René, vielen Dank. Wir sind gestern sehr spät nach Hause gekommen. Du hast eine überragende Saisonanalyse jetzt für heute vorgetragen. Ich habe wirklich nicht viel hinzuzufügen, weil es war wirklich, waren auch die Punkte, die auch wichtig sind. Letztendlich meine ich, dass wir natürlich auch etliche Entwicklungsfelder, die immer vorhanden sein werden, weiter bearbeiten müssen. Gar keine Frage, wir müssen kritisch bleiben, wir müssen wissen, wo wir uns jeden Tag auch verbessern können. Aber es sind sehr, sehr viele Sachen, die sehr gut gelaufen sind und letztendlich sieht man das auch, wie unsere Fans, unsere Zuschauer uns beim letzten Heimspiel auch unterstützt haben. Und man sieht das auch, das sind die zwei Punkte, die ich gerne noch ergänzen würde, die aber auch zum Teil von dir erwähnt wurden, wie die Mannschaft sich gestern auch 60 Minuten komplett bis zum Schluss gekämpft hat, um diese Saison auch so zu Ende zu bringen, wie es sich gehört und wie wir uns das vorgenommen haben. Und das ist vielleicht auch ein bisschen unser Thema seit anderthalb, zwei Jahren, dass wir versuchen, im Alltag alles zu geben, auch wenn manchmal es nicht gelingt. Natürlich, wenn wir über die harten Fakten sprechen, dann können wir vielleicht auch nochmal gerade die letzten Wochen als nicht so positiv betrachten, aufgrund der hohen Niederlagen. Das hat natürlich keiner erwartet, das hat auch keiner gewollt. Aber letztendlich sind es viele Faktoren. Es ist viel komplexer, als nur zu sagen, es war gut oder schlecht. Das wird aber natürlich in einer fundierten Analyse jetzt im Anschluss an der Saison, läuft jetzt gerade. Aber das ist auch eine Sache, die man quasi als Grundlage nimmt für Rückschlüsse und natürlich auch mal für die weitere Arbeit, die sowieso ansteht. Was für mich natürlich auch bleibt, ist die Art und Weise, wie unsere Fans und unsere Mannschaft einfach mal funktioniert haben. Und wir haben jetzt eine super Basis, um nach vorne zu schauen. Und ich freue mich natürlich sehr, in diesen zwei Jahren auch meinen Teil dazu beigetragen zu haben. Zuerst als Sportdirektor, aber dann in der Doppelfunktion ab Januar 2022, dass wir jetzt auch gut aufgestellt sind. Und nachdem wir einige Highlights, die du auch erwähnt hast, erlebt haben, gemeinsam erleben konnten, haben wir auch dazu
sehr, sehr gute Transfers auch tätigen können. Wir haben auch an der Architektur, an der Struktur der Mannschaft einige Dinge verändern können, die uns extrem positiv stimmen für die Zukunft. Ja. Und auch die Tatsache, dass diese Spiele auch großes Interesse von Anfang an an uns gezeigt haben und vielleicht auch andere höher dotierte Angebote ausgeschlagen haben, um nach Erlangen zu kommen. Das ist für mich auch ein Signal, dass wir da absolut richtig liegen. Und natürlich, klar, haben wir oder sind in sehr guten Gesprächen mit einem absolut geeigneten Kandidaten, der diese Cheftrainerposition begleiten kann ab Juli und unsere Idee auch weiterentwickeln kann und ich bin mir sicher weiterentwickeln wird, ja, mit seiner eigenen Vorstellung. Und deshalb ist es auch gut, dass man jetzt den Fokus auf die Sportdirektorposition legt, denn das Anforderungsprofil in dieser Branche wird immer von Saison zu Saison immer anspruchsvoller. Ja. Man sieht auch, dass sich die Sportart enorm entwickelt. Man muss auch die Tendenzen früh genug erkennen. Man muss sich wirklich damit Tag und Nacht auseinandersetzen. Und dementsprechend ist es auch jetzt ein super Momentum, diesen Schritt zu gehen. Und natürlich weiß ich, dass wir bestens für die Zukunft aufgestellt sind. Und letztendlich für heute natürlich noch ein Riesendank an alle Menschen, die das auch möglich gemacht haben, denn ich durfte diese Doppelfunktion ausleben und ausführen mit Hilfe von ganz vielen Menschen, sei es natürlich auch mein Funktionsteam oder auch die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die alles Erdenkliche getan haben, dass es auch so umgesetzt werden kann. Ohne die wäre es einfach nicht möglich gewesen. Deshalb ein Riesendank und natürlich, es ist nach wie vor eine sehr vertrauensvolle Aufgabe, aber natürlich auch als Cheftrainer habe ich immer sehr, sehr viel Rückendeckung in allen Momenten bekommen und das ist natürlich auch sehr dankbar, dass man sich auch mit einem guten Gefühl auf diese Aufgabe hineinbegeben kann und wer mich kennt, weiß, dass ich den Blick voll nach vorne richte, dass ich mich jetzt natürlich von der Saison auch ein bisschen erholen werde, aber dann freue ich mich natürlich sehr in der Zusammenarbeit mit dem neuen Cheftrainer und mit dieser neuen Mannschaft eine tolle Zukunft mitzugestalten und das ist was mich auch natürlich motiviert, einfach mit vollster Leidenschaft hinter der Sache zu stehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Auf geht's Erlangen, Rot-Blau-HCE.